nochmal. Die ganze Stadt hat sich in ein Katastrophengebiet verwandelt. Behörden und Hilfskräfte von Monarch haben ihre Anstrengungen verdoppelt. Und alle arbeiten an ihrer Belastungsgrenze. Gleichzeitig erreichen uns Meldungen aus der ganzen Welt. Ohne Synchronität. Die Stadt war ein einziges Chaos. Das Ende der Zeit naht. Und sie dachten, sie könnten es aufhalten. Die Lösung war im Monarch-Gebäude. Die Gegenmaßnahme. Der CFR, wie Monarch ihn nannte. Der Schlüssel zum Rettungsbootprotokoll. Monarchs Überlebensplan. Aber der schien sie nicht zu interessieren. Ich hatte den besseren Plan. Na gut. Schwierig sein, sie zu finden. Ist ja nur das größte Gebäude in ganz Riverport. Ist Ihnen bewusst, dass gerade alles etwas Chaotisches zu befürchten ist?
Fiona? Bist du das? Ja. Ich wusste nicht, ob ich es hinbekomme. Hör zu. An den CFR ist schwer ranzukommen, aber man hat von Syrens Büro Zugang dazu. Ein Freund von mir hat die CFR-Kammer aufgeschlossen, aber alles andere ist noch immer verriegelt. Ich glaube aber, ich kann dir dabei helfen. Und zwar so. Ich glaube, das kannst du wirklich. Syren ist nicht mehr im Gebäude. Vielleicht musst du überhaupt nicht auf ihn treffen. Mr. Hatch! Ich dachte, Sie... Es hieß, sie sei tot. Glauben Sie nicht alles, was Sie hören. Ich habe einen kleinen Auftrag für Sie. Aber Sie sind... Ich meine, ich bin mir nicht sicher, ob ich... Sie arbeiten noch immer für mich. Ja, natürlich. Was auch immer Sie wünschen, Mr. Hatch. Willkommen in der internationalen Zentrale von Monarch Solutions. Dieses hochmoderne Gebäude ist für seine einzigartige Architektur und seinen ikonischen Platz in der Skyline von Riverport weltberühmt. Das Gebäude vereint einen noch nie dagewesenen Grad an Automatisierung mit einem Design, das sowohl Komfort als auch Sicherheit bietet und verfügt dazu über einen neutralen CO2-Fußabdruck. Das Gebäude bietet tausenden Monarch-Mitarbeitern einen sicheren und umweltfreundlichen Arbeitsplatz. Monarch Solutions. Wir denken nur an die Zukunft. Das Gebäude ist abgeriegelt. Was zum Teufel soll das bedeuten? Das arme Schwein hat keine Ahnung von dem Zugunglück. Ich hoffe, er kriegt keinen Herzinfarkt, wenn die Zeit wieder weiterläuft. Büro. Was ist hier los? Ich dachte, ich würde auf organisierten Widerstand treffen. Monarch hat einen Gang höher geschaltet. Da gibt es dieses Überlebensprogramm und entweder man ist dabei oder man ist unwichtig. Deshalb versuchen alle verzweifelt dabei zu sein und Serene verhält sich merkwürdig. Keiner weiß, was los ist. Alle warten gerade nur auf Sender. Aber das wirst du nicht zulassen, oder? Wie komme ich zu Pauls Büro? Ich möchte wirklich nicht nach draußen gehen. Die Welt ist einfach verworren geworden. Wir haben keine Möglichkeit zu verstehen, was hier vor sich geht. Das muss angsteinflößend sein.
kam der Gegenmaßnahme näher. Paul hatte die ganze Zeit den Schlüssel, um den Riss zu schließen, aber er verstand es nicht. Da gab es nichts zu verstehen. Er war der Ansicht, dass der Riss nicht geschlossen werden konnte. Deshalb hat er die Gegenmaßnahme eingesetzt, den CFR, um das Rettungsboot zu erschaffen. Mr. Hedge, ich meine, wenn ich das Anomalieschutzsystem deaktiviere, würde das nicht. Wenn die Zeit wieder anhält, dann würde das Gebäude... Überlassen Sie das mir. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob das okay ist. Könnten wir nicht einfach bei jemandem nachfragen? Muss ich etwa Ihre Adresse raussuchen? Nein, natürlich nicht. Ich werde es tun. Sorgen Sie dafür. Diese Männer starben im Kampf gegen etwas außerhalb der Zeit. Und das ist der Grund für unser Waffenprogramm. Serene wusste, dass sie kommen würden. Mit Waffen ließ sich nichts ausrichten. Kannst du diese Tür für mich öffnen? Ich denke schon. Entschuldige, das ist nicht ganz mein Fachgebiet. Ich kenne einen Typen, der könnte das im Schlaf machen, aber er ist so zuverlässig wie... Oh, vergiss es. Ich hab's hinbekommen. Sei vorsichtig, du wirst da drin nicht alleine sein. Scheiße.
Maßnahme. Monarchs PR-Maschine lief auf Hochtouren. Die Öffentlichkeit glaubte, sie würden das tun, wozu die Polizei nicht in der Lage war. Sie würden sie vor einer terroristischen Bedrohung schützen, vor... Ihnen. Fiona, ich versuche zum Skywalk zu kommen. Skywalk. Du bist jetzt in der Marketingabteilung, das sollte... Ja, okay, ich denke, ich hab's. Hey, Jack, sei vorsichtig. Irgendwas sehr Seltsames geht in diesem Gebäude vor sich. Monarch war in Bedrängnis. Pauls Imperium fiel um mich herum zusammen. Ich hatte so etwas noch nie gesehen. Paul schon. Das war es, worauf er sich all die Jahre vorbereitet hatte. Sonderlich gewissenhaft war er jedoch nicht.